Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich zeige euch heute meine Rückbildung, wie ich das Ganze mache. Ich habe die Rückbildung 6 Wochen lang gemacht. Ich habe sie 6x 30 Minuten in der Woche gemacht. Und jetzt zeige ich euch meine Übungen. Schon mal als Vorwarnung, ich bin kein Fitnessprofi. Ich mache meine Übungen, wie ich es will. Kann sein, dass ich sie auch ein bisschen falsch mache. Deswegen denkt euch da nichts. Aber ihr könnt gerne euch was abschauen, wenn ihr wollt. Die erste Übung ist eine Kniebeuge, allerdings mit verschränkten Armen überkreuzt. Und ihr dürft nicht zu weit nach oben gehen bei der Kniebeuge. Und das macht ihr insgesamt 2 Minuten, solange ihr halt könnt. Danach mache ich die Rechts-Links-Übung. Da tue ich die Beine auseinander und gehe etwas runter mit meinem Gewicht. Mache ich nach rechts und nach links mich schwenken. Das mache ich auch insgesamt 2 Minuten. Wenn ihr nicht so lange könnt, dann könnt ihr auch kürzer machen. Diese Übung ist die Kniebeuge mit Drehung. Die macht ihr 1 Minute lang. Diese Übung ist wirklich anstrengend. Ihr müsst mit der Schulter nach rechts und links gehen und in der Mitte eine Kniebeuge machen. Mache ich den Sumo-Ringer in Zehenspitzen, auch 1 Minute lang. Da gehe ich ganz vor mit meinen Zehenspitzen und dann wieder zurück. Mache ich Schulterkreisen, jeweils immer eine Seite, dann mache ich auch beide zusammen und dann mache ich noch Armkreisen und jeweils eine Übung 1 Minute lang. Dann mache ich die Übung Bauch und Rücken und zwar gehe ich dann in einen Vierfüßlerstand und tue dann die Knie hoch, aber ich darf sie nicht mehr absetzen, auch 1 Minute lang. Leute, das schaffe ich nicht mal 1 Minute, also ihr müsst es wirklich nicht durchziehen. Dann mache ich die lange Katze mit Ellbogen, da tue ich die Arme zusammen und dann wieder mit dem Knie zueinander und wieder ausstrecken und jeweils 1 Minute an jeder Seite. Und hier mache ich dann auch noch Beinheben, auch im Vierfüßlerstand und auch jeweils 1 Minute. Diese Übung mache ich auch jeweils eine Seite 1 Minute lang und Leute, bei jeder Übung müsst ihr euren Bauch anspannen, das ist auch ganz, ganz wichtig. Hier mache ich den Seitstütz, ihr seht, einmal halte ich meinen Fuß und dann auch bei der anderen Übung tue ich meinen ganzen Körper nach oben, da mache ich jeweils immer 5 Übungen. Dann mache ich die kurze Katze im Vierfüßlerstand, da tue ich die Nabel nach innen ziehen und auch dabei den Kopf mit runterziehen und das mache ich dann auch 2 Minuten. Diese Übung mache ich in der Rückenlage 2 Minuten lang, da tue ich erst den Po hoch und dann die Füße hoch und dann wieder runter und die Füße erst zum Schluss wieder ablegen und das mache ich die ganze Zeit dann. Diese Übung nennt sich Krokodil, die mache ich auch 2 Minuten lang und die nächste Übung ist Krokodil 2, die mache ich auch 2 Minuten lang. Und immer Bauch anspannen. Hier mache ich die Beckenwiege, die Füße aufstellen und den Beckenboden anspannen, auch für 2 Minuten. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Bock habt auf mehr Sportvideos oder Ernährungstipps oder wie ich es geschafft habe, über 30 Kilo abzunehmen, dann kommentiert jetzt gerne und folgt mir auch gerne.